Hallo Leute und willkommen zurück zu Armored Warfare. Ja, ich hatte es ja im letzten Part schon angesprochen. Nee. Auch mal das wegmachen hier. Dass wir in dieser Runde auch nochmal VWL fahren. Aber nicht PvP. Oh, ich kann. Okay. Gut. Hat sich der Kampf wenigstens eben gerade noch ein bisschen gelohnt. Konnte ich mir noch den zweiten Motor holen. Das heißt, das Ding ist noch schneller. Na, kommt jetzt auf eine Geschwindigkeit von 90. Ja, jedenfalls, ich zeige euch das mal kurz im Dingens. Oder? Schaffen wir eine? Nee. Sieht nicht gut aus. So. Zeige ich euch mal kurz das Ding hier in der Mission. Ja, wie gesagt, eine angeblichen mittleren Durchschlag von 668. Aber nee. In keinster Weise. Also wirklich effizient kommst du mit den Raketen eigentlich gegen alles nur seitlich und von hinten an. No. Außer du hast jetzt so eine Runde. Aber sowieso die ganzen Missionen, die sind so dermaßen buggy. Ne? Wie gesagt, auf den schweren Modus. Da tauchen mal eben so Tier 9 Fahrzeuge auf, ne? Mit den Zusatzrüstungen, also das komplett ausgerüstete Dinger, was man da maximal ausrüsten kann. Na, und so sieht das denn halt aus, wenn der Raketen drauf hat. Es sind zwar 4 Stück, ja, ne? Aber eben auch nur 30 im Magazin. Maximalen Durchschlag von 768. Minimaldurchschlag von 568. Ne? Naja. Und das Magazin lädt nach die 4 Schüsse in 22,68 Sekunden. Naja. Lässt sich drüber streiten, ob das gut ist oder schlecht ist. Oh Mann, der ging daneben. Ihr habt da schon wieder gesehen, das Fahrzeug hat so ein bisschen gehakt. Ja, ist klar, da geht natürlich ganz schön viel Tarnung flöten, wenn ich mit den Raketen schieße, ne? Na, und jetzt bin ich bei mehr oder weniger schon 12 Raketen, gerade mal bei einem Schaden von 722. Ja. Lässt sich drüber streiten, ob das gut ist. Upsa, das war eine Rakete zu viel. Jetzt müsste normalerweise noch einer von hier kommen. Nee. Werden Sie danach zum Landschaftspark ziehen.
Ja, aber halt der Nachteil ist auch bei dieser, bei dem VWL, weiß ich auch was. Ja gut, was heißt Nachteil? Ist ja eigentlich logisch bei so ein leicht gepanzertes Ding. Wo bleibt meine ganze Mannschaft, ey? Ich soll mal ein bisschen Gas geben, da. Okay, jetzt komme ich komischerweise ziemlich gut durch eigentlich. Ja gut, die meisten Panzer erwische ich nun mal von der Seite nur. Alter, was war das denn? Drecksvieh. Na komm. Ja, und hier ist das Problem schon. Da habe ich schon nicht mehr genügend Durchschlag für das Scheißding. Oh ja, du Feigling. Vielleicht von hinten erwische, dann dürfte ich vielleicht doch ziemlich gut treffen. Arschloch. Ja, jetzt könnte halt auch das Ding mal in Einsatz sehen. Das belebt halt einen wieder. Aber wenn man das halt ein bisschen später anwendet, ne, kriegt man halt nur 60% der Lebensenergie zurück. Was mein Team hier macht, keine Ahnung. Und ihr habt da wieder das Serverlag gesehen. Da ging mal so ziemlich überhaupt nichts. Ist weitergefahren, obwohl es eigentlich schon. Obwohl ich eigentlich 3 Minuten schon nichts mehr gedrückt hatte. Und das Ding lebt immer noch! Mann, ey! Drecksviech. Feindlicher Transporter, markiert! Bleibt dran, schwarze Kompanie! Wir sind fast bereit, den Gegenangriff zu starten. Du mich auch. Und schon wieder komplett kaputt schon. Bin jetzt gerade mal bei einem Schaden von 5.500. Also bei den ganzen Raketen, die ich abgefeuert habe, ist das eigentlich ziemlich wenig. Mein Team kommt ja auch in keinster Weise hinterher. Ja. Sieht man, dass ein bisschen was zum Kotzen ist. Naja. Ich weiß, dass von hier Feinde kommen.
Ja. Was für ein scheiß Team momentan schon wieder ist hier. Nee, das ist so eine leichte Mission, ne? Das ist Schwachsinn, sowas. Wie gesagt, ich habe 6 Schüsse gebraucht, um gerade mal 1630 Schaden zu machen. Also das sollte normalerweise mit Raketen ein bisschen besser gehen. Ja. Noob-Team. Das ist so eine leichte Mission, ey. Das kann nicht sein. Wir werden die Stadt evakuieren müssen. Also in dieser Mission habe ich auch noch nicht ein einziges Mal verloren. Naja, Leute. Für einen weiteren Kampf, denke ich mal, wird es nicht reichen. Das ist heute mal eine kleine, etwas kleinere Folge. Naja. Aber wissen, ich habe die VBL euch mal auch mit den Raketenwerfer gezeigt, da das ja eben zwei verschiedene Waffensysteme sind, die man darauf installieren muss. Ne? Musste ich halt zwei Parts am besten dafür nehmen. Naja. Jetzt gucken wir gleich nochmal die Auswertung an. Ja, ist eben scheiße. Das kostet dann halt, wenn man es benutzt, kostet das dann halt 25.000. Ne? Macht man halt auch schon ein bisschen weniger. Dass der M60A3 so schlecht war. Ja, könnt ihr ja hier sehen. Reparatur 25. Ja. Naja. Ja, Leute, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Ja, hoffe, ich konnte euch die VBL mal zeigen, wie sie denn halt mit Raketenwerfer funktioniert. Ich hätte mich zwar vielleicht ein kleines bisschen besser anstellen können, aber naja. Gut, und das und der Nachteil wieder nur 30 Raketen. Ne? Ihr habt ja jetzt gesehen, wie viele Raketen ich jetzt schießen musste, um gerade mal dieses kleine bisschen Schaden zusammenzukriegen. Ne? Naja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.